Servus Leute, da bin ich wieder. Ich möchte euch heute ein Update geben zu diesem Rucksack von Martin Top mit 30 Liter, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Der ist nämlich endlich wieder verfügbar im Shop. Und ja, falls da eine Kurzvorstellung und so sehen wollt von dem Teil, dann bleibt da drauf. Viel Spaß. Ja Leute, heute ein Video hier von der Terrasse. Ich bin nämlich gerade eben von der Alpaka-Wanderung zurückgekommen. Und das ist kein Scheiß, wir waren heute wirklich mit Alpakas, waren mal wandern. Damit ihr das auch glaubt, kommt hier jetzt ein ganz kurzer Einspieler. Komm bei dir. Ja, das Teil, also das hat's Kreise. Der Bailey hat also tatsächlich meinen Sohn voll spucken wollen. Deswegen haben wir ihn auch gefressen danach. Nein, haben wir natürlich nicht. Aber leckeres Rumsteak hat es noch gegeben im Anschluss. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich noch in den Wald. Wollte euch noch eine kurze Vorstellung wieder von dem Rucksack hier machen. Aber das Wetter spielt halt einfach mal wieder nicht mit. Und deswegen machen wir das hier schnell von der Terrasse. Dieser Rucksack hier, Martin Top 30 Liter Modellbezeichnung. Ich habe es jetzt endlich. TM6614 ist jetzt endlich im Shop wieder erhältlich bei Martin Top. Ich habe euch den nämlich schon mal vorgestellt, das ist ein richtig geiler Rucksack. Problem war nur, der war im Shop nicht auffindbar. Mir haben ganz viele Leute geschrieben nach meinem letzten Video. Ich mache euch mal hier oben jetzt schnell einen Link rein, dann könnt ihr euch mal das große Review dazu anschauen. Haben sich ganz viel gemeldet, sie finden den Rucksack nicht, den gibt es nicht, der ist ausverkauft oder was weiß ich. Ich habe es versucht zu klären mit Martin Top, ich habe bis heute keine Antwort bekommen, was ich richtig scheiße finde. Aber ist halt so. Jetzt habe ich aber gestern oder vorgestern gesehen, habe ich eine Werbung gesehen von dem Teil und habe dann gleich mal nachgeschaut, er ist jetzt wieder lieferbar. Ich mache euch einen Link in die Videobeschreibung, in die Kommentare und ganz wichtig, mit dem Code KURPFALZ15 spart er dann nochmal 15% auf die Teile. Genau, ich habe jetzt gedacht, wenn ich euch hier von der Terrasse eine Kurzvorstellung mache, zeige ich euch gleich noch meine andere Rucksäcke, die ich von der Firma habe. Weil die melden sich zwar nicht bei mir, aber die Rucksäcke sind trotzdem richtig geil. Wir fangen einfach mal an hier. Wie gesagt, das ist der TM, ich habe es euch gerade gesagt, mit 30 Liter, also richtig gut Platz drin. Das Wichtigste, den gibt es in Khaki und in Schwarz. Ich habe ihn mir in Schwarz geholt, weil ich den eigentlich so als Alltagsrucksack nehme. Und ich habe ihn tatsächlich ziemlich oft im Büro dabei. Der hat nämlich hier hinten. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich gerade drin gehabt habe im Moment. Wir können da als erstes mal hier komplett aufmachen. Das ist schon mal geil. Dann habe ich hier Schreibmappe drin, Ordner, ein Buch und so Zeugs. Also da passen wirklich richtig große Sachen drin. Das ist so das, was ich im Büro dabei habe immer. Und hier hinten, ganz cool, wie machen wir das jetzt? Hier habt ihr so einen Klettverschluss, dann habt ihr hier einfach, da sind jetzt Aufträge drin, die darf ich euch nicht zeigen, Datenschutz natürlich. Und hier hinten ist mein Laptop, weiß jetzt nicht wie viel Zoll das der hat, aber ich bringe hier sogar meinen großen Laptop rein und der hat immerhin 17 Zoll, so eine ganz alte Kiste. Also habt ihr massig Platz drin. Hier innen drin habt ihr dann nochmal für Getränke, für Flasche oder so. Was haben wir hier drin? Die Supplements, die habe ich auch schon lange gesucht. Habt ihr hier so zwei Einlegetaschen. Das ist mein Stativ, das Handy. Genau. Dann habt ihr hier drin eine Netztasche hier vorne mit Reißverschluss. Hier unten nochmal ein Fach zum Einlegen. Machen wir zu den Kall. Seitefächer links und rechts, ganz wichtig. Hier Messer drin, Taschenlampe natürlich. Ein Odewolf Gladio mit Kydex gibt es in Baukasten. Könnt ihr euch hier Griffschale, Kydex, Farbe, alles zusammenstellen. Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung und KURPFALZ 10 spart ihr 10%. Und was habe ich für eine Taschenlampe dabei? Meine uralte Olight, was ist das für eine? Die Warrior X. Die ich sogar schon im Feuer drin lege und im Wasser. Also die hat schon, und mit der Axt habe ich schon draufgeschlagen im Video, die hat schon viel, viel, viel mitgemacht. Ich liebe die Taschenlampe. Hier haben wir noch ein Fach hier. Da haben wir eine Rettungsdecke drin, normalerweise ein Erste-Hilfe-Set, aber das habe ich in einem anderen Rucksack drin, zeige ich euch gleich. Dann hier außen natürlich Molle, hier vorne so Molle mit Laser-Cut. Kleines Fach hier drin. Hier nochmal Fach zum Aufklappen. Ja, da ist viel Krimskrams drin, viel Supplements und so. Und hier unten haben wir ganz viel Straps und so.
Festigungsmöglichkeiten, was habe ich da drin? Multitool, ein Swiss Champ natürlich, ein Feuerzeug, eine I5, Labello und Kuli, Magnesium. Hier nochmal was zum Fach Powerbank mit Kabel. Also ihr seht schon, ihr habt hier unheimlich viele Fächer in dem Rucksack, was ich richtig geil finde. Hier oben nochmal, was haben wir da drin? Eine Pouch hier nochmal mit Zeugs. Ein Haufen Gummis. Braucht man auch immer, ne? Natürlich nur für Survival-Situationen, wisst ihr ja. Und nochmal ein Fach hier oben, also wirklich brutal. Der hat hier nochmal Straps drin, wie bei so einer EDC-Pouch. Also der Rucksack ist wirklich meiner Meinung nach für einen 30-Liter Rucksack einfach nur perfekt. Hier vorne habt ihr Klettfläche für Patches. Hier könnt ihr nochmal ein Messer reinmachen oder so. Wie gesagt, ich habe den als Alltagsrucksack fürs Büro, für alles eigentlich, für die Baustelle, wenn ich unterwegs bin. Aber auch gerne im Wald mal, da muss ich ihn halt dann umräumen. Weil normalerweise habe ich im Wald, jetzt sind wir mal weg, ich stehe hier dabei. Sieht man auch schon an den Patches hier natürlich, ne? Hier noch ein alter Wolfgang, ist eine Deutschlandflagge, Kurpfalz Outdoor, All Knives Are Beautiful, Stop Hate, on YouTube, Don't Be Like Engelbert, das war auch eine geile Aktion. Also ihr seht schon, der hier ist sehr taktisch kalt, vor allem mit diesem Dark Camo, finde ich richtig cool. Das ist ein 28 Liter Rucksack, der hat jetzt auch nicht so viele Fächer, aber für mich reicht er eigentlich, hat hier einfach so eine Gummi, nochmal eine Tasche hier mit einem Gummi-Strap hier nochmal unterteilt, ansonsten nur ein Hauptfach. Und dann der Oberfach, den habe ich jetzt, der ist jetzt komplett leer, weil den habe ich letzte Woche auf dem Neckarsteig dabei gehabt und es hat geschüttet von der ersten bis zur letzten Minute. Und Gott sei Dank war die Etappe, glaube ich, nur 9 Kilometer mit am Anfang mal viel Höhenmeter, danach ging es dann aber fast nur noch bergab. Haben wir ungefähr 2,5-3 Stunden gebraucht. Wir waren bis auf die Socken und Hose batschnass. Der Rucksack innen drin war er trocken, aber alles was draußen war, also klatschnass. Deswegen habe ich ihn mal komplett leer gemacht. Dann hier neben natürlich, Seitentasche. Hier genau, das ist noch alles drin hier. Schnarkespray könnte ich jetzt auch wieder brauchen. Ein Erste-Hilfe-Set. Und auf der anderen Seite hatte ich dabei, ganz wichtig natürlich, das Messer darf ich euch noch nicht zeigen, das gibt es noch nicht offiziell, aber natürlich ein Rangerwood 55, mein absolutes Lieblingswandermesser, also Links zu der Ausrüstung ist eh immer unten in der Videobeschreibung. Und die hier ist richtig cool, die Wuben E7, eine Stirnlampe, also die hat man es richtig angetan, da kommt aber demnächst auch dann ein Review dazu. Habe ich jetzt immer dabei, können dann nämlich hier als Stirnlampe trage hier mit so einem richtig geile Stirnband, aber oberum nochmal über den Kopf und aber auch als EDC-Lampe mit Clip. Richtig geiles Teil, Link zu suchen ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Das ist also mein Outdoor-Rucksack, mein Buschkraft- und Abenteuer-Rucksack will ich es mal nennen. Und das hier war früher tatsächlich mein Outdoor-Rucksack, den nehme ich heute auch noch. Aber der hat 36 Liter, weiß auch nicht, wie das Modell heißt von Martin Top, aber könnt ihr alles im Shop mal nachschauen. Der hat 36 Liter, was halt wirklich nochmal ein großer Unterschied ist. Und den habe ich tatsächlich schon zum Camping dabei gehabt. Da habe ich dann mit Ach und Krach alles reinbekommen, vor allem wenn ich nur mit dem Tarp draußen bin. Wenn ich ein Zelt dabei habe oder so, dann nehme ich normalerweise einen ganz großen und das ist dann in dem Fall ein Tasmanian Tiger Raid Pack. Aber der hier reicht mir eigentlich so für die normale Tour, reicht er mir. Also wirklich hier ein großes Hauptfach. Hier ist jetzt zum Beispiel noch vom letzten Mal Paracord drin, ein paar Expander und so Zeugs hier. Habe ich auch lange gesucht, muss ich, stelle ich gerade fest. Ne? Und dann hier eine Kaffee natürlich, Reste vom MRI und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ein großes Hauptfach. Dann hier so ein Fach für Messer und so weiter habe ich da immer. Beil vorne drin, Messerchen, Taschenlampe und natürlich auch wieder diese Seitentasche hier. Ich muss sagen, vom Tragekomfort war der hier richtig geil, weil der hier ziemlich breit an der Hüfte hier, also breite Hüftpolster hat. Da war der wirklich ganz cool. Der 28 Liter hier, der ist okay, sage ich mal. Ist jetzt nicht wirklich hier
groß gepolstert oder so, aber es ist ja auch nicht viel Gewicht, also hat ja auch nur 28 Liter Volumen. Und der hier mit 30, das ist also der neueste von der Firma, den ich habe. Und wie gesagt, der hat auch mit Abstand am besten Rückepolsterung und die Gurte hier sind richtig geil gepolstert, also wirklich, ich muss schon sagen, der kann echt was, der ist wirklich mega cool. Ich werde mir den tatsächlich nochmal einen Khaki holen, weil er einfach, Khaki einfach die geilste Outdoor-Farbe ist, finde ich 10-mal besser wie Oliv. Wie gesagt, der Schwarze, den kann man halt überall benutzen und den Khaki, den werde ich dann tatsächlich nur noch für den Wald benutzen. Dann hat der hier wahrscheinlich ausgedehnt. Wobei der halt auch einfach geil ist mit dem Dark Camo. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich bin einfach noch ein bisschen Alpaka geschädigt heute und deswegen soll es das gewesen sein. Nochmal sorry, dass das letzte Mal nicht geklappt hat mit dem Link. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum es den Rucksack nicht gegeben hat auf einmal. Normalerweise steht er dann dort ausverkauft bei einem Modell, wenn es den nicht mehr gibt. Aber den Rucksack, ich habe ihn auch nicht gefunden. Und ich habe nachgefragt, ich habe bei Instagram geschrieben, ich habe einfach keine Antwort bekommen, leider. Deswegen, falls ihr noch Interesse dran habt, jetzt könnt ihr zuschlagen. Nutzt den Code KURPFALZ15, spart 15%. Ist auch einiges, muss ich sagen. Ja, das soll es gewesen sein. Chaotisches Video wie immer. Ich stehe jetzt Sarah, Alpakas Forever und ich bin raus. Ciao.